Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn bedauern die neuen Altersbeschränkungen für den Impfstoff von AstraZeneca, aber sie haben das Vorgehen auch verteidigt. Man habe die Erkenntnisse zu Nebenwirkungen nicht ignorieren können, so Merkel. Das Präparat soll ab sofort nur noch an Personen ab 60 Jahren gehen, an Jüngere nur auf eigenes Risiko. Achim Unser mit dem Überblick. Wieder mal eine Abfahrt der Kanzlerin, erst bei Nacht wieder ein Rückschlag im Corona-Kampf. AstraZeneca gibt's vorerst nur noch für über 60-Jährige, erneut wegen der Gefahr von Hirnblutungen. 31 Fälle gibt es in Deutschland, 9 mit tödlichem Ausgang. Es sind Erkenntnisse, die die Ständige Impfkommission und damit schließlich auch wir nicht ignorieren können. Der Impfstoff dürfe nun aber nicht verteufelt werden. Die Impfkommission zu den Hirnblutungen? Das ist eine Nebenwirkung, die so selten ist, dass sie in den Zulassungsstudien nicht erkannt werden konnte. Und sie wird jetzt erkannt, weil eben relativ viele Menschen jetzt schon geimpft worden sind. Der Kanzlerin ist bewusst, dass hin und her der letzten Entscheidungen zu AstraZeneca verunsichert viele. Doch wisse so auch jeder, dass nichts unterschlagen werde. Unter allen Abwägungen ist dies der Weg, der noch zu dem möglichst besten Vertrauen führt, auf dem Weg zu einer Verwendung von AstraZeneca, wenngleich ich die Verunsicherung nicht wegreden kann. Die FDP kritisiert, dass der Impfstoff erst für Jüngere, dann für Ältere, dann wieder mit Risiko und plötzlich nur für Ältere sicher sei. Diese Sprunghaftigkeit der Entscheidungen führe zu Vertrauensverlust. Bei AstraZeneca ist das nicht gut gelaufen. Auch die Kommunikation zuletzt, jetzt diese neuerliche Entscheidung. Wenn AstraZeneca vorerst nicht mehr für Jüngere da ist, kann sich nun auch die Kanzlerin Hoffnungen auf eine Impfung machen. Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen, auch mit AstraZeneca. Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig. Und das wäre dann eine Maßnahme, die den Bürgern wieder Vertrauen zurückbringen könnte. Wir wollen das Thema noch mal vertiefen. Daniel Franz ist vor dem Kanzleramt hier in Berlin. Christina Lewinsky ist vor dem Schwabinger Klinikum in München. Daniel, erst mal zu dir. Also das ist ja schon ein ziemliches Hin und Her, vor und zurück mit AstraZeneca. Wie viel Vertrauen wurde damit jetzt verspielt? Na gut, die Bundesregierung hatte keine andere Chance. Sie musste so handeln natürlich. Sie hat sich ja gestützt auf die Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Und das ist ja genau dafür da, um solche Fälle eben zu beobachten und dann zu reagieren. Und da sagt die Ständige Impfkommission, die STIKO, eben auch, das hat funktioniert, der Kontrollmechanismus hat gegriffen. Aber natürlich, es war schon ein Hin und Her. Erst war es nur für Menschen bis 55 zugelassen, dann wurde es freigegeben, jetzt nur noch für Menschen über 60. Da werden sich schon viele in der Bevölkerung fragen, ob das wirklich der richtige Impfstoff ist. Man kann jetzt seitens der Bundesregierung nicht mehr tun, als dafür zu werben, diesen Impfstoff dennoch zu nehmen, zumindest in der Altersgruppe, in der er zugelassen ist, und zu hoffen, dass die Menschen ihn auch annehmen. Denn nur dann kann die Impfkampagne hier weiter in diesem Tempo, wie es gewünscht ist, fortgeführt werden. Daniel, schon die Strategie der Impfstoffbeschaffung war ja umstritten. Fällt das jetzt umso mehr ins Gewicht? Ja, das wirft ja nochmal ein Schlaglicht drauf, absolut. AstraZeneca war ja seitens der EU eigentlich favorisiert worden, weil es ein sehr günstiger Impfstoff ist, der eben auch relativ einfach zu verimpfen ist, bei nicht so niedrigen Temperaturen gelagert werden muss. Also die Logistik war eben da recht einfach. Deswegen haben viele Staaten auf diesen Impfstoff gesetzt. Es wurde von Seiten der EU auch große Mengen eingekauft. Und wenn man sich das auf Deutschland einmal runterrechnet, dann sieht man, dass die zweitgrößte Menge an Impfstoffen eben AstraZeneca betrifft. Die größte Menge wurde bei BioNTech eingekauft. Aber da sieht man eben schon, dass eben Deutschland auch zu einem großen Teil auf diesen Impfstoff gesetzt hat. Und das ist jetzt natürlich durchaus ein Problem. Dennoch, der Impftermin, also bis Ende September, dass eben die gesamte Bevölkerung ein Impfangebot erhalten haben soll, der zumindest, der bleibt ja bestehen. Daniel, trotzdem sind die Menschen natürlich verunsichert und vor allem natürlich jene, die bereits eine erste Dosis von AstraZeneca bekommen haben. Hat Jens Spahn schon einen Plan, wie es mit denen jetzt weitergeht? Ja, das ist in der Tat ein Problem. Über 2 Millionen Menschen haben ja schon eine erste Dosis bekommen. Die fragen sich jetzt natürlich, was soll ich tun? Und da gibt es in der Tat noch keine abschließende Antwort drauf. Natürlich haben sie die Möglichkeit, die zweite Impfdosis sich auch verabreichen zu lassen. Dann allerdings auf eigenes Risiko. Da muss sich jetzt jeder selbst überlegen, ob er einen Impfstoff denn nehmen wird, bei dem die mögliche Nebenwirkung Tod lautet, auch wenn es sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es wird jetzt seitens der STIKO eben auch überprüft, ob es eine Möglichkeit gibt, mit einem anderen
Impfstoff, die Zweitimpfung durchzuführen, als sichere Variante sozusagen. Das allerdings muss jetzt erst noch anhand der Daten überprüft werden und das wird noch dauern bis Ende April ungefähr. Daniel, danke schön ans Kanzleramt. Ja, welche Auswirkungen das Chaos rund um das AstraZeneca-Mittel für die Impfkampagne der Regierung hat, ist noch schwer auszumachen. Aber klar ist, besonders betroffen sind Lehrer und Erzieher. Wenn sie jetzt nicht geimpft werden, ist auch nicht auszuschließen, dass Schulen und Kitas wieder zumachen müssen. Das Versprechen eines Impfangebotes für alle bis September, das aber bleibt bestehen. Perdita Heise. Stopp für Impflinge unter 60. AstraZeneca soll ihnen vorerst nicht mehr verabreicht werden. Wird die Impfkampagne in Deutschland damit ausgebremst? Nein, sagt SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach und argumentiert. Das wirft uns also nicht zurück, weil wir werden ja weiter jeden Impfstoff, den wir haben, einsetzen. Wir haben ja drum nicht mehr Impfstoff und wir haben auch nicht weniger Impfstoff. Und ich bin ganz sicher, dass die älteren Menschen den Astra-Impfstoff auch gerne nehmen werden. Weil das Risiko, an Covid zu erkranken, ist viel höher als die Komplikation. Derzeit werden die ersten beiden Prioritätsgruppen geimpft, die über 70-Jährigen. Für das Vakzin von AstraZeneca können die Länder nun auch die 60- bis 69-Jährigen in ihre Impfkampagne mit einbeziehen. Die Gesundheitsminister sehen darin auch eine Chance. Die Älteren in dieser wachsenden dritten Welle schneller zu schützen, ist wichtig und hilft auch, Leben zu schützen. Und insofern kann ich alle über 60-Jährigen tatsächlich ausdrücklich nur bitten, dieses Impfangebot auch wahrzunehmen. Eine in dieser Altersgruppe ist jetzt schon von AstraZeneca überzeugt. Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen, auch mit AstraZeneca. Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, ist für mich näher gerückt. Das ist richtig. 2,2 Millionen Menschen unter 60 haben bereits ihre Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten. Im Hinblick auf ihre Zweitimpfung können sie nun wählen. Entweder sie warten auf eine entsprechende Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die soll bis Ende April erfolgen, oder sie entscheiden nach Rücksprache mit ihrem Arzt. Das gilt auch für jüngere Menschen in den Priorisierungsgruppen 1 und 2. Sie können nun selbst entscheiden auf eigenes Risiko. Unter den Jüngeren kann jede und jeder selbst mit dem Arzt in einer Entscheidung für sich abwägen, ob sie oder er sich mit AstraZeneca impfen lassen will oder nicht. Diese Impfungen sollen dann grundsätzlich in den Praxen der niedergelassenen Ärzte erfolgen. Besonders betroffen von dem Impfstopp sind Lehrer und Erzieher. Werden sie nicht geimpft, ist nicht auszuschließen, dass Schulen und Kitas in Regionen mit hohen Inzidenzen wieder geschlossen werden. Die Neuverteilung der Impflinge erfordert auch eine Neuverteilung des Impfstoffs. Wir werden Veränderungen an den Lieferplänen vornehmen müssen, an der Verteilung auf Impfzentren, auf mobile Teams und gleich nach Ostern auch auf die Hausärzte. Zumal AstraZeneca nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums für das zweite Quartal 12 bis 15 Millionen Impfdosen zugesagt hat. Die Bundesregierung hält an ihrem Versprechen fest, bis Ende des Sommers allen Bürgern ein Impfangebot zu machen. Schauen wir mal, was Mediziner dazu sagen. Christina Lewinski ist vor dem Klinikum Schwabing in München. Schönen guten Morgen, Christina. Wie reagiert man denn im Klinikum hinter dir auf diesen Rückschlag? Schönen guten Morgen, Feli. Naja, Clemens Wendner hier hinter mir, der Chef vom Klinikum in Schwabing, der spricht einerseits von einer Katastrophe für die Impfkampagne, vor allem hier in München. Denn auch hier in München wurde ja dann gestern vorläufig erstmal das Impfen mit AstraZeneca gestoppt. Und das ist deswegen recht bitter, weil hier in München extra zwei Impfzentren errichtet wurden. Eins direkt in der Innenstadt, wo eben nur mit AstraZeneca geimpft wurde. Und vor allem da Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen. Und natürlich macht sich jetzt hier vor allem der Lehrerverband Sorgen, dass jetzt diese Berufsgruppe ins Hintertreffen gerät. Natürlich wurden da jetzt erstmal alle Termine abgesagt. Und eigentlich wollte man ja, um auch die Schulen wieder möglichst schnell starten zu können, vor allem die Lehrer schnell durchimpfen. Clemens Wendner sagt aber auch, dass natürlich die Sorge besteht, wenn AstraZeneca wieder freigegeben wird, dass das Vertrauen eben massiv leidet. Er sagt aber auch, dass aus seiner medizinischer Sicht das Risiko für eine Sinusvenenthrombose relativ gering ist, dass er seine Patienten also weiter impfen würde. Christina, trotzdem will man natürlich jetzt das Impfen weiter fortführen und möglichst keine Zeit verlieren. Wie will man denn in Bayern jetzt das Tempo trotzdem aufrechterhalten?
Also Markus Söder hat es gestern gesagt, einerseits, dass es relativ unbürokratisch laufen soll und andererseits, dass die Hausärzte jetzt eben eine ganz besondere Schlüsselrolle bekommen. Vor allem die Hausärzte sollen ab jetzt entscheiden, wie die Impfpriorisierung zum Beispiel abläuft, weil der Hausarzt eben seine Schäfchen sozusagen, die zu ihm in die Praxis kommen, besser kennt und deswegen von sich aus die Impfreihenfolge im Prinzip mehr oder weniger über den Haufen werfen kann. Das genau ist jetzt nötig, sagt Markus Söder. Wir müssen weg von dieser starren Impffolge und dass die Hausärzte da eben ordentlich Gas geben können. Christina, danke schön. Das ist schon ein ziemliches Hin und Her. Es wird viel diskutiert und das ist natürlich auch wichtig. Aber der bittere Beigeschmack von Verunsicherung, der bleibt. Und die Folge ist ein Imageschaden, der immer größer wird. Wer blickt eigentlich bei diesem Impfkarussell noch durch? Verunsicherung, Skepsis begleiten auch Claudia Schmidt kurz vor ihrem Impftermin mit dem AstraZeneca-Wirkstoff. Dass eine fast gleichaltrige Frau kurz nach der Impfung verstorben ist, macht die 42-Jährige nachdenklich. Ihren Termin sagt sie trotzdem nicht ab. Es ist zwar ein komisches Bauchgefühl, aber es gibt eigentlich nichts mehr, wo kein komisches Bauchgefühl dabei ist. Und ich denke, eins ist klar, ohne Impfen funktioniert sowieso gar nichts mehr, aber kann ja so kein Dauerzustand sein. Sie entscheidet sich für das Vakzin und ist damit eine der letzten in Köln. Denn kurze Zeit später stoppt die Stadt die Impfungen mit AstraZeneca vorläufig komplett. Nur ein Beispiel, wie Städte und Länder die Impfbremse ziehen, wieder einmal. Erst Mitte März war die Impfung mit AstraZeneca nach Berichten über Blutgerinnsel in Deutschland und anderen Ländern vorübergehend ausgesetzt worden. Das Paul-Ehrlich-Institut kam jedoch, wie die Europäische Arzneimittelbehörde, nach einer erneuten Überprüfung zu dem Ergebnis, das Vakzin sei sicher. Staatliche Empfehlungen, die nun wieder hinterfragt werden. Patientenschützer sprechen von einer Achterbahnfahrt. Kritik auch seitens der FDP. Bei AstraZeneca ist das nicht gut gelaufen. Auch die Kommunikation zuletzt, jetzt diese neuerliche Entscheidung. Und auch, dass es weiter eine Möglichkeit nach ärztlichem Ermessen individuell gibt, sich damit impfen zu lassen, das kommt jetzt gegenwärtig zumindest zur Stunde in der Kommunikation noch zu kurz. Derlei Verunsicherungen helfen uns insgesamt fraglos nicht. Verunsicherungen will auch die Ständige Impfkommission vermeiden. Sie empfiehlt AstraZeneca nur noch für über 60-jährige Frauen und Männer in Deutschland. Thomas Mertens meint, das Thema müsse rationaler betrachtet werden. Immer in der Wissenschaft ist es so, dass man nur auf der Basis der dann verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse bewerten, urteilen und empfehlen kann. Eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass man eben gut aufpasst und diese Risiken für die jüngeren Menschen erkannt hat. Erkenntnisse, die ohne Zweifel größte Priorität haben. Doch wenn das Karussell sich um AstraZeneca so weiterdreht, fraglich, wer am Ende da noch alles einsteigen will. Zugeschaltet aus Münster ist jetzt Professor Hugo van Aken, er ist der ärztliche Direktor des Klinikums Münster. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Also so eine Sache, so eine Aussetzung ist natürlich immer eine Risikoabwägung. In diesem Fall auch die richtige Ihrer Meinung nach? Ja, 100% richtig, da man eine Alternative hat. Man hat gesehen, dass man mit der Impfung mit mRNA-Impfstoffe BioNTech, Pfizer und Moderna diese Komplikationen bei der Bevölkerungsgruppe, die jüngere Frau unter 55, nicht gesehen hat. Und dann ist es eine ärztliche Pflicht, das Medikament zu nehmen, das für diese Bevölkerungsgruppe die wenigere Risiken hat. Allerdings sind ja schon Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft worden. Welche Erfahrungen haben Sie denn auch zum Beispiel bei der Impfung Ihres Personals gemacht? Wir haben bei unserem Personal keine schlechte Erfahrung gemacht, aber wir haben alleine in Nordrhein-Westfalen nach dem 19. März 6 Fälle gehabt von schweren Zwischenfällen mit teilweise tödlichen Hirn-Sinus-Venus-Thrombose und das ist zu viel. Das ist ein Risiko, das größer ist als das Risiko zu sterben von einer Covid-19-Erkrankung in dieser Altersgruppe. Jetzt herrscht natürlich große Verunsicherung, vor allem was die Verimpfung der zweiten Dosis angeht. Was wäre denn da Ihre Empfehlung?
Man hat jetzt 10 bis 12 Wochen Zeit, die zweite Dosis zu verabreichen. Und ich bin überzeugt, dass die Ständige Kommission des Robert-Koch-Instituts das sehr genau analysiert und dass wir bis Ende April eine Lösung finden. Alles, was ich jetzt sagen würde, ist hypothetisch. So, da muss man warten, bis die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, eine gute Lösung finden. Weiterhin können sich ja Menschen, jüngere Menschen auf eigene Verantwortung mit AstraZeneca spritzen lassen. Wer haftet denn am Ende, falls es dann zu Folgeschäden kommt? So, erstes Mal hat die Firma AstraZeneca einen roten Handbrief vorige Woche rausgegeben. Das bedeutet, dass alle, die aufklären, die müssen alle möglichen Komplikationen mitteilen. Und letztendlich ist es dann eine individuelle Entscheidung desjenigen, den geimpft wird. Die Ärzte, ich kenne das hier aus unserem Impfzentrum, haben die letzten Tage 15 Minuten gebraucht pro Patient, um genau all diese Risiken im Detail aufzuklären. Es gibt dann immer Leute, die sagen, ich möchte es nicht, aber es gibt auch Leute, die meisten Männer haben gesagt, selbstverständlich. Und da es kein Risiko für Männer ist, kann man natürlich diese weiter impfen mit AstraZeneca, wenn sie das möchten. Kann man schon sagen, woran das liegt? Das ist eine individuelle Entscheidung. Ja, kann man schon sagen, woran das liegt, dass es eben für Frauen gefährlicher ist als für Männer? Ist das eine hormonelle Sache? Nein, leider weiß man es nicht. Das könnte eine hormonelle Sache sein, da in diesem Alter auch sehr viele Frauen Östrogene nehmen als Antibabypille. Und man weiß, dass Östrogene auch eine Thrombusaktivität habe, so das Auftreten von Thrombi ist immer ein multifaktorielles Gesehen. Das kann Östrogenen sein, das kann Rauchen sein, Adipositas oder zum Beispiel ein Faktor 5 Leiden, was 10% der Bevölkerung hat. Und wenn all die Faktoren zusammenkommen, dann kann es tatsächlich hier die Ursache sein, dass man so einen Thrombus hat. Aber das ist noch nicht geklärt. Schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Wie kann man jetzt trotz dieses AstraZeneca-Rückschlages Tempo in die deutsche Impfkampagne bringen? Ich glaube, dass man nicht richtig einen Rückschlag hat. Man hat 180 Grad Drehung. Man kann jetzt, wie das gestern auch mitgeteilt ist, alle 60-Jährigen sofort können einen Impftermin haben. Das ist gut so, da in dieser Bevölkerungsgruppe hat man eine höhere Letalität nach einer Covid-19-Erkrankung. Und für die jungen Leute, das gerade in den Sektor, dass mit diejenigen, die in Kliniken arbeiten, da muss der mRNA-Impfstoff, der vorhanden ist, sehr schnell zugeliefert werden. Professor Hugo von Acken, ich danke Ihnen sehr für dieses Interview. Vielen Dank. Schauen wir damit mal auf die aktuellen Corona-Zahlen. Und da gibt es mal wieder eine gute Nachricht. Die 7-Tage-Inzidenz ist erstmals seit gut 3 Wochen wieder leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern 17.051 Neuansteckungen registriert. Das sind rund 1.200 mehr als vergangenen Mittwoch. Die bundesweite Wocheninzidenz liegt nun bei 132,3. Dem RKI wurden zudem 249 weitere Todesfälle gemeldet. Insgesamt sind hierzulande fast 13,2 Millionen Impfdosen verabreicht worden. Tja, die große Frage ist, wie bekommt Deutschland in dieser dritten Welle noch die Kurve? Es bleibe nur noch der Holzhammer, das sagt zumindest Charité-Chef-Virologe Christian Drosten. Er fordert einen harten Lockdown, ungefähr wie vor einem Jahr. Unterstützung bekommt er von anderen Wissenschaftlern und Ärzten. Sie fordern unter anderem eine Ausgangsbeschränkung für Deutschland. Das Land dicht machen, komplett runterfahren, genau wie vor einem Jahr in der ersten Welle. Das fordert Charité-Chef-Virologe Christian Drosten angesichts der größer werdenden dritten Welle. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich im Moment immer noch die gleichen Werkzeuge benutzen müssen, die wir schon in der ersten Welle benutzt haben. Und weiter, die Lage sei ernst, es bleibe nur noch der Holzhammer.
Mittlerweile hat sich die britische Virusmutation rasant ausgebreitet, genau wie zu Beginn des Jahres in Portugal. Das Land hatte ebenfalls wie Deutschland jetzt am Beginn der dritten Welle gelockert. Anschließend schnellten die Zahlen in die Höhe. Die Bundeswehr musste mit Medizingeräten und Personal unterstützen. Seitdem ist das Land in einem harten Lockdown, Ausgangsbeschränkungen, strenge Kontrollen. Die Zahlen sinken, das Land gilt EU-weit als Vorbild. In Deutschland dagegen steigen die Inzidenzen täglich. Hotspot ist weiterhin der Landkreis Greiz in Thüringen mit einer Inzidenz über 600. Das örtliche Krankenhaus musste jetzt sogar einen Kreißsaal schließen. Die Hebammenbereitschaft könne krankheits- und quarantänebedingt nicht mehr abgesichert werden, heißt es auf der Internetseite. Um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, fordert unter anderem SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach mehr Mut von Landkreisen, Ländern und dem Bund. Dass wir übereinkommen und tatsächlich also nochmal mit einer Ausgangsbeschränkung am Abend arbeiten, weil das ist eine Maßnahme, die jetzt viel bringen würde. Und die ersten Länder haben bereits reagiert und die vereinbarte Notbremse für Städte und Kreise mit Inzidenzen über 100 gezogen. Heißt Ausgangssperren zwischen 22 und 5 Uhr. Auch das Land Brandenburg macht nachts über Ostern jetzt dicht und hat zudem alle Modellprojekte für Öffnungsschritte vorerst verschoben.